AG1 ist seit vielen Jahren schon Partner dieses Podcasts. Warum? Was machen die anders als andere? Hier ist wieder Ralf Bohlmann mit dem Beste Version von dir Podcast. AG1 ist ein Supplement, eine Nahrungsergänzung. Mehr als 70 Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe, Prä- und Probiotika, lebende Kulturen. Ein Greenspulver, das gleich morgens in einem Glas Wasser oder in einem Shaker aufgelöst und getrunken wird. Auf der ganzen Welt übrigens. Von Typen wie Tim Ferriss, Dr. Peter Attia oder Lewis Hamilton, um nur ein paar Typen zu nennen, die du sicher kennst. Ich selbst nehme AG1 seit 7 oder 8 Jahren, weiß nicht mehr so genau. Nicole übrigens auch. Aber ich kann viel erzählen. Heute habe ich Jan Rein von Athletic Greens im Interview. Hallo Jan. Hi Ralf. Jan, kannst du uns ein bisschen sagen, wer du bist, was du machst bei Athletic Greens? Was ist dein Job, was ist deine Funktion? Ja, sehr gerne. Also ich bin nicht der größte Fan von so Titeln, deshalb versuche ich es mal anders. Also ich habe Ernährungswissenschaften studiert und Ernährungsökonomie und mache bei AG1 halt eben ganz viel das. Also ich mache so Aufklärung rund ums Produkt, rund um gesundheitliche Fragen und beschäftige mich auch viel mit Content-Geschichten und gucke, dass wir relevante Inhalte mit der Welt teilen. Okay, dann fragen wir dich jetzt einfach mal. AG1 ist ein Supplement. Welche Rolle spielen Supplements für uns? Warum brauchen wir die? Genau, also ich muss sagen, im Studium, als ich Ernährungswissenschaften studiert habe, haben Supplements ehrlicherweise eine echt kleine Rolle gespielt. Das hat mich total überrascht, weil ich damals auch schon gerne Supplements auch probiert habe und vieles ausprobiert habe und auch wusste, dass der Markt einfach super groß ist und die Nachfrage auch groß ist und viele Leute sich eben dafür interessieren, wie man sich gut mit Nährstoffen versorgen kann. Deshalb hat mich das total gewundert. Erstmal vorneweg gestellt, also Supplements, was ist die Rolle? Also ich stelle mir das ganz gerne so als Pyramide vor, oder wir bei AG1 stellen uns das ganz gerne als Pyramide vor, so ein bisschen analog zur Lebensmittelpyramide. Ganz unten sind so, wir nennen das Foundational Health Behaviors, das sind so Verhaltensweisen, dazu zählen Schlaf, Bewegung, Ernährung, Beziehungen, Sonne und Natur und Achtsamkeit, die sind sozusagen die Basis. Die müssen sitzen, darauf müssen wir uns fokussieren jeden Tag, bevor wir uns überhaupt Gedanken machen über sowas wie Supplements. Supplements sind dann so eine Stufe darüber, so in der Mitte. Und da sagen wir, da gibt es dann auch so Foundational Nutrition Supplements, wozu AG1 zählt. Das ist halt eben ein Nährstofffundament, das deinem Körper ein breites Spektrum an wichtigen Nährstoffen mitliefert. Aber nicht nur das, nicht nur Mikronährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe, sondern auch noch ganz vieles, was in der Pflanzenwelt so vorkommt und Bakterienkulturen. Und dann drüber gibt es dann so eine kleine Kategorie Specialty Needs, also spezielle Produkte, das können so zyklische Supplements sein, können wir vielleicht später drüber sprechen. Es können saisonale Supplements sein, sowas wie Vitamin D im Winter. Das können aber auch so Medikamente sein, die man zeitweise einnimmt, ja, wenn es einem mal schlecht geht. Oder andere Specialty Needs, die man aus irgendwelchen Gründen eben braucht. Genau, und die Rolle von Supplements ist ganz einfach. Sie ergänzen die Ernährung, um hochwertige, im besten Falle, Nährstoffe, die dem Körper einfach, wie gesagt, ein solides Nährstofffundament bieten oder eben Specialty Needs sind, je nachdem, um welches Produkt es jetzt genau geht. Und bei AG1 ist es eben so, das ist halt Nährstofffundament, deshalb in dieser mittleren Kategorie, in dieser Pyramide, aber trotzdem, also nochmal, um das auch zu sagen, ohne Bewegung, ohne Schlaf, ohne die normale Ernährung geht da auch gar nichts. Ja, das sehe ich auch so. Darum geht es ja auch hier im Podcast. Es geht um die beste Version von dir, kerngesund, topfit, voller Energie und Lebensfreude. Und die spielt in den Lifestyle-Elementen Ernährung, Bewegung und Sport, Entspannung, Stressmanagement, Schlaf und Mindset. So, also schon da spielt die Ernährung eine große Rolle, weil wir uns einfach mit Molekülen versorgen müssen, die für unsere Energie verantwortlich sind, die uns Baustoffe für neue Zellen liefern und die auch Hilfsstoffe für biologische Prozesse liefern. Und die kommen in der Basis über unsere Ernährung zu uns und das, was Ernährung heute nicht mehr leisten kann, das können wir mit Supplements eben obendrauf packen. Und ich glaube, das ist auch eure Idee. Lieber Jan, warum sind Supplements sinnvoll? Warum brauche ich die? Ich glaube, da gibt es ganz viele Faktoren. Ich glaube, in einer perfekten Welt würden wir uns ja stundenlang damit beschäftigen, was zu essen zu beschaffen. Also es würde ja anfangen mit, wir würden entweder sammeln oder anbauen oder jagen.
und würden uns intensiv damit beschäftigen. Und ich glaube, damit fängt es ja schon an. Wir beschäftigen uns ja überhaupt gar nicht mehr. Ich sage jetzt wir im Sinne von wir als westliche Gesellschaft gar nicht mehr damit, was wir so essen. Wir gehen halt in den Supermarkt, greifen irgendwo rein und schieben uns das dann in den Mund und hoffen, dass es dann abwechslungsreich ist. Und da fängt es schon an. Also das Grundverständnis dessen, was überhaupt gesund und abwechslungsreich ist, also das hast du ja gerade auch selber gesagt, das verstehen wir oder viele von uns überhaupt nicht, weil wir uns auch einfach zu wenig Zeit dafür nehmen. Also ich glaube, das ist auch für jeden Zuhörer nachvollziehbar, dass wir in einer super schnelllebigen Zeit leben, wo alles sofort passieren muss, wo man immer verfügbar sein muss, wo einfach ganz viel gleichzeitig passiert und so dieses Stillen oder dieses Decken der Grundbedürfnisse, wozu eben Schlaf und Ernährung und Zähneputzen und was weiß ich und Beziehungen gehören, das fällt oft hinten runter, weil wir so fokussiert sind auf irgendwie diesen stressigen Lifestyle. Es muss halt immer schnell gehen und ich glaube, das ist so eines der Probleme. Und ein anderes Problem ist, weil es eben schnell gehen muss, weil wir immer alles brauchen, weil wir eine Überflussgesellschaft sind, haben wir halt eben auch das Problem, dass wir sehen, dass die Böden beispielsweise, wo wir unsere Lebensmittel anbauen, durch sowas wie Monokulturen und einfach den Raubbau, den wir auch in der Natur betreiben, nährstoffärmer geworden sind in den letzten 100 Jahren. Und das sind so Entwicklungen, die halt dazu führen, dass sich viele Menschen eben zu wenig Zeit dafür nehmen, Ernährung überhaupt zu verstehen und Gesundheit zu verstehen, zu wenig Zeit nehmen, Lebensmittel zuzubereiten und zu beschaffen und sich wirklich mal mit ihnen auseinanderzusetzen und die verschiedensten Sorten an Tomaten mal zu probieren, die es so gibt und mal zu gucken, was schmeckt mir eigentlich, was passt wozu. Und dann auch noch dieser Faktor, dass wir halt super viel Angebot haben, aber das Angebot halt eben einfach nur daraus besteht, dass es viel Variation von sehr, sehr ungesunden Lebensmittelkategorien gibt. Und die gesunden Lebensmittelkategorien, die werden immer dünner im Supermarkt auch. Also es gibt so eine Sorte Tomaten oder zwei und dabei gibt es aber 12 Chipsorten, die du dir kaufen kannst. Und das ist einfach ein großes Problem. Und dann haben wir halt noch dieses Nährstoffproblem der Böden und so weiter und so fort. Noch ganz viele andere Faktoren, die es halt eben super schwer machen für jetzt, ich sag mal, den Normalo, sich gesund und abwechslungsreich zu ernähren. Ja, das sehe ich genauso. Jetzt kommen Supplements da ins Spiel und können da helfen. Was mich umtreibt ist, was ist wichtig? Worauf muss ich achten, wenn ich mich für ein Supplement entscheiden möchte? Ja, also es ist gar nicht so leicht, glaube ich, heutzutage in diesem Dschungel an Angebot sich zurechtzufinden. Was mir total wichtig ist, einfach, glaube ich, wegen des ernährungswissenschaftlichen Backgrounds, ist, dass man nicht auf so Heilversprechen reinfallen sollte. Also es gibt viele Hersteller, die, ich sag mal, auch die Rolle von Supplements oder das, was sie überhaupt machen können, etwas einfach überstrapaziert darstellen. Also sobald es in Richtung geht, mit diesem Supplement heilst du diese chronische Erkrankung, wäre ich schon mal vorsichtig, weil das heißt auch, dass der Hersteller sich sehr, sehr weit aus dem Fenster lehnt, Versprechungen macht, die überhaupt nicht passen können und sich auch nicht auskennt. Also da muss man echt ein bisschen aufpassen, dass man nicht darauf reinfällt. Und das wird leider sehr, sehr oft gemacht. Ansonsten, ich sag mal, es ist super wichtig, dass man sich mit Qualitätsmerkmalen bewusst macht. Also einfach mal aufs Label schauen, einfach mal schauen, welche Tests werden da durchgeführt, was gibt der Hersteller so Preis an Zertifizierungen, gibt es Zertifizierungen, mit wem arbeitet der Hersteller zusammen, sind das namhafte Leute, sind das eher No-Names, und ansonsten kann man sich auch, finde ich, immer gut darauf verlassen, wie lange sich ein Hersteller schon mit dem Thema beschäftigt, also ist es ein neuer Player im Markt, wenn ja, natürlich kann man den ausprobieren und mal schauen, ja, was macht der überhaupt? Aber trotzdem ist es natürlich so, dass eine Marke, die das jetzt seit vielen, vielen Jahren macht, und auch das Produkt, wie jetzt AG1, ständig weiterentwickelt, und auch sehr, sehr transparent über Tests spricht, über Substanzen, die auch nicht drin sind, sehr, sehr transparent auch darüber spricht, welche Partner das nehmen und einfach Top-Athleten zum Beispiel featured. Das sind schon so Parameter, da kann man darauf achten oder sollte man darauf achten.
Ansonsten finde ich immer sehr, sehr wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass die Tagesdosis nicht überschritten werden sollte. Das ist unabhängig dessen, was jetzt sozusagen welches Produkt es ist. Es gibt halt immer wieder auch im Marketing Strategien, dass man dann sagt, ja, nimm ruhig ein bisschen mehr. War jetzt auch zuletzt öfter in der Presse, würde ich von abraten. Das ist einfach unseriös. Und wenn es dann im Marketing, in der Werbung schon so unseriös ist, mit Heilversprechen, mit, ja, nimm doch ein bisschen mehr und ist schon nicht so schlimm, dann frage ich mich immer, wie ist dann die Produktentwicklung wohl? Und genau, das sind so Sachen, auf die achte ich persönlich auch, wenn ich abseits von AG1 auch irgendwie noch Specialty-Need-Supplements, beispielsweise wie Kreatin oder so, kaufe. Und ansonsten, Ralf, würde mich auch interessieren, worauf du achtest. Naja, das ist für mich tatsächlich auch ein schwieriges Thema. Mit den Empfehlungen, auch was die Dosis angeht, das ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Zum Beispiel empfiehlt die DGE für Vitamin D 800 IU pro Tag. Und ich messe ja meinen Vitamin-D-Spiegel und weiß, dass das vorne und hinten nicht reicht. Im Winter nicht. Und wenn ich das ganze Jahr nehme, reicht es auch nicht über das ganze Jahr. Ne? Also das heißt, ich brauche ein Vielfaches davon, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich brauche zwischen 3, 4 und 5.000 IU am Tag, um einen vernünftigen Vitamin-D-Spiegel über das ganze Jahr zu etablieren. Also der Markt ist leider sehr undurchsichtig. Und was ich tue tatsächlich, ist, ich versuche, etablierte Marken zu finden, die schon lange am Markt sind. Ich schaue mir natürlich auch Bewertungen an hin und wieder. Ich höre auch, was andere nehmen oder sowas und versuche mich da zu orientieren und achte auf Qualitätshinweise. Aber ich kann ja nicht einfach ein Labor überprüfen, das jetzt einen Qualitätscheck gemacht hat, weil da gibt es so viele. Wie soll ich entscheiden, welches Labor seriös ist oder nicht? Da bin ich ein kleines bisschen verloren, auch ganz ehrlich. Also ich versuche, etablierte große Marken zu finden, von denen ich das Gefühl habe, die können sich's gar nicht leisten, die würde man die Ohren lang ziehen, wenn die irgendeinen Scheiß bauen. Also, um das jetzt mal so zu sagen. Ne? Also, große Marken und ja, es ist ein schwieriges Thema. Was macht ihr denn konkret? Was macht ihr anders als andere? Was macht ihr besser als andere? Ich folge euch ja schon seit vielen Jahren und ich kriege mit, wie rührig ihr da seid, dass ihr auch zum Beispiel eure Rezeptur permanent verändert und weiterentwickelt. Was ist das Besondere an AG1? Genau, also ich glaube, was uns wirklich unterscheidet, ist, dass wir seit 2010 einfach uns auf ein Produkt fokussieren. Also wir springen jetzt nicht von Hype-Train zu Hype-Train und versuchen da mit jedem neuen Trend, der um die Ecke kommt, auch irgendwie den Markt mit einem Produkt eben zu beliefern, sondern wir haben ein Produkt, an das glauben wir, das nimmt auch jeder im Team. Ich selbst trinke es einfach jeden Tag aus Überzeugung, auch schon bevor ich gejoint bin. Und wir entwickeln es eben, wie du sagst, ständig weiter. Also wir haben ein Team aus Wissenschaftlern, da sind Ärzte dabei, da sind ehemalige Forscher dabei, die sich jetzt halt eben in der Karriere umentschlossen haben. Die machen nichts anderes den ganzen Tag, als sich wissenschaftliche Literatur anzugucken und zu überlegen, wie können wir die Formulierung nochmal verbessern. Und wir sind auch jetzt gerade dabei, einfach die Formulierung wieder zu verbessern. Nicht, weil die aktuelle Formulierung nicht gut ist, sondern weil es einfach neue Erkenntnisse gibt und wir glauben, dass wir einfach up to date bleiben müssen und uns die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse auch anpassen müssen und das Produkt auch dann schlussendlich anpassen. Also ich glaube, das ist schon mal ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal, weil oft sieht man ja Marken, die entwickeln ein Produkt, hauen das auf den Markt. Das ist auch dann so eine Standardrezeptur, die kann man relativ einfach einkaufen bei Herstellern. Dann macht man da ein Label drauf und dann sagt man, hier, das ist irgendwie ein neues Produkt und so und geht damit auf den Markt und dieses Produkt wird sich nie verändern. Das ist irgendeine Standardrezeptur, die ist nicht irgendwie, das ist keine individuell zusammengestellte Formulierung und dann war es das. Und dann widmet man sich vielleicht ein halbes Jahr später der nächsten Kategorie und das machen wir halt anders. Wir sind wirklich obsessive, kann man schon fast sagen, mit AG1 und versuchen das einfach immer wieder besser zu machen. Und dann sind uns so zwei Sachen super wichtig. Und in der letzten Zeit hört man diese Begriffe immer wieder oder mal öfter, aber eine lange Zeit waren wir da wirklich einfach die einzigen Player, die auf Bioverfügbarkeit und Synergie Wert gelegt haben. Von Anfang an, also wirklich von Tag 1, sind uns so Dinge wie Bioverfügbarkeit einfach wichtig. Es gibt bei Vitaminen und Mineralstoffen und bei anderen Stoffen auch, gibt es zig Formen. Also du kannst dich als Hersteller für eine sehr, sehr günstige Variante entscheiden, die ist dann halt eben nicht so bioverfügbar, aber der Endverbraucher wird es schon nicht bemerken. Oder du kannst dich eben für eine Premium-Variante entscheiden, die dann bioidentisch ist. Das heißt, die kommt auch in der Natur so vor, sowas wie Methylcobalamin als B12-Form.
Und die hat eben einfach eine bessere Bioverfügbarkeit. Und wir machen eben genau das. Und wir schauen uns aber auch da neue Studienergebnisse an. Und wenn da irgendwie, wenn wir Hinweise darauf haben, dass es bei einem Stoff ja potentially eine bessere Version gibt, dann entscheiden wir uns für die und dann kommt die auch in die nächste Formulierung. Und genau das machen wir, wie gesagt, jetzt gerade auch. Und ansonsten ist es auch so, dass wir schauen, wir kaufen jetzt nicht irgendeine Fertigmischung, sondern wir haben halt ein Team, die machen nichts anderes als ständig eben die genaue Formulierung aufs Milligramm genau, Mikrogramm teilweise je nach Stoff anzupassen, sodass das Produkt auch synergistisch wirkt, also sodass die Nährstoffe, die da drin sind, zusammenwirken. Synergie heißt, 1 plus 1 ist 3. Und das ist in der Natur, kommt das ganz, ganz oft vor. Und zwar in Lebensmitteln natürlicherweise. Da sind dann Stoffe drin, die sich gegenseitig unterstützen. Und das versuchen wir eben mit AG1 auch zu machen. Also AG1 ist halt eben auch nicht nur ein Multivitaminpulverchen, sondern da ist ja noch ganz viel mehr drin. Vitamine und Mineralstoffe ist so ein Teil, aber da sind ganz viele Pflanzenstoffe drin und Antioxidantien und Bakterienkulturen. Und wir schauen und stellen halt eben auch sicher, dass die auch zusammenwirken. Dann testen wir jede Charge. Wir sind NSF-zertifiziert. Das ist die wichtigste Zertifizierung im US-Sport, im Spitzensport. Wir arbeiten mit ganz, ganz vielen namhaften Athletinnen zusammen, mit tollen Partnern wie dir, wo wir auch einfach wissen, hey, die nehmen das Produkt jeden Tag. Die sind entweder, testen sie selbst ihre Blutwerte oder sie sind umgeben von einem Staff aus Menschen, die nichts anderes machen, als diese Menschen einfach zur Topleistung zu bringen und regelmäßig zu monitoren. Und da sind wir auch in einem ganz, ganz engen Austausch und wissen einfach, wie toll AG1 ist für diese Leute und was für ein starkes Nährstofffundament es ist. Und wir sind halt eben einfach super vom Produkt überzeugt, obsessive und werden immer weiter daran arbeiten. Also wir werden halt dieses eine Produkt für immer weiterentwickeln. Ja, den Eindruck habe ich auch. Ihr macht seit 13 Jahren, inzwischen 14 Jahren, das gleiche Produkt und habt euch nie auf irgendwas anderes gestürzt, sondern bleibt dabei. Das zeigt schon, wie begeistert ihr von dem Produkt seid. Der eine Punkt, den du gesagt hast, den fand ich sehr spannend, nämlich dieses synergetische Thema. Das heißt, 1 und 1 ist 3. Die Kombination der Elemente, die ihr in eurem Produkt vereinigt, die scheint besonders gut und besonders wirksam zu sein. Ich kriege das immer wieder von Teilnehmern in Seminaren oder Veranstaltungen gespiegelt, die mir sagen, Ralf, ich bin vor einem Jahr, 2, 3 Jahren auf AG1 gestoßen über dich und seitdem nehme ich das und es tut mir einfach gut. Ich merke das jeden Tag und irgendwas liegt in der Kombination dieser Stoffe begründet, was bei anderen Produkten offensichtlich nicht der Fall ist, weil es wirklich einfach gut tut. Meine Frau sagt mir genau das Gleiche, wenn wir es nicht im Haus haben, kriege ich Ärger. Also die Kombination, die scheint ein besonderer Schlüssel zu sein. Absolut. Also Ralf, ich finde es interessant, dass du das sagst. Wir hören das nämlich auch, wenn wir auf Events sind mit Ständen und dann kommen ja auch Leute zu unserem Stand und sagen, hey, ich habe schon so viel ausprobiert und irgendwie seit ich AG1 nehme, ich merke da einen Unterschied. Und das ist einfach, wie du sagst, weil eben es ist nicht so trivial, wie es scheint, einfach ein gutes Produkt zusammenzustellen. Da gehört schon echt viel dazu und da muss man auch bereit sein, gewisse Investitionen in wissenschaftliche Forschung und auch in Tests und so weiter und so fort zu machen. Und das sind wir eben, um halt eben dann zu sehen, dass wir das bestmögliche Produkt auf den Markt bringen, was halt eben nur möglich ist. Und ich glaube, das macht man nicht einfach mal so, ja. Und eben viele Competitors und viele andere Marken, die machen halt eher so dann, ich sag mal, ein MeToo-Produkt oder sehen, okay, das ist irgendwie wohl gerade ein Trend und AG1 ist in aller Munde und ist irgendwie sehr, sehr präsent. Und dann machen wir auch mal sowas mit einer relativ standardmäßigen Lösung. Und da glaube ich, werden wir halt einfach langfristig sehen, dass unser Ansatz da viel, viel besser durchdacht ist und auch einfach viel, viel näher an der Natur auch ist. Mhm. Okay. Jan, sag uns doch mal, was darf ich erwarten, wenn ich AG1 konsumiere? Was ist denn der Effekt? Was habe ich denn davon? Also ich glaube, zunächst einmal kann man eine super, super einfache Morgenroutine erwarten. Also es ist jetzt für uns wirklich super wichtig, dass wir jetzt kein Produkt haben, das eine große Umstellung erfordert. Also es ist halt einfach eine einfache Lösung. Du stehst morgens auf, trinkst dein Wasser, rührst AG1 rein, schüttelst gut und trinkst es weg und das war's. So,
Du musst nicht irgendwie jetzt 12 Pillen schlucken und irgendwie das noch time über den Tag verteilt. Also erstmal ist es super simpel. Und dann kannst du, und da ist es sehr individuell, würde mich auch gleich vielleicht von dir interessieren, Ralf, was du sagst, aber man kann so ein paar Dinge erwarten, wobei das auch wirklich unterschiedlich ist, je nachdem, wie die Ausgangslage ist. Was hat man davor genommen? Hat man davor gar nichts genommen? Wie ernährt man sich und so weiter? Wie ist der Gesundheitsstatus? Aber so ein paar Dinge, also im ersten Monat vor allem, ist es, glaube ich, der Effekt auf Energiehaushalt, also dieses konstant Energie über den ganzen Tag und Konzentrationsfähigkeit. Das war auch so das, was ich wirklich from the get-go gespürt habe, ist so irgendwie Tag 1, 2 oder 3, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich so gespürt, hey, ich bin den ganzen Tag gut konzentriert. Also jetzt nicht so aufgeputscht, wie jetzt, als würde ich die ganze Zeit Kaffee trinken, so fast and anxious, sondern einfach nur gut konzentriert, ruhig und hatte eine gute Energie. So. Und das sind so die Dinge, wo wir auch das meiste Feedback im ersten Monat direkt hören, also Energie und Konzentrationsfähigkeit. Im zweiten Monat ist es dann oft so, da stellen sich dann so ein bisschen längerfristigere Sachen ein. Das war auch bei mir so. Ich weiß nicht, ob du sehen kannst, aber ich hatte hier immer so komische Hautabstehen an den Händen, an den Nägeln. Und das ist zum Beispiel komplett weg. Also Haut, Haare, Nägel ist so die zweite Kategorie. Ist mehr so ein bisschen so eine Beauty-Kategorie, aber so dieses Beauty from within. Also eigene Kollagenbildung, dann aber auch einfach die Hautelastizität, Regeneration dieser Gewebe, also Haut, Haare, Nägel, im zweiten Monat genauso wie so dieser oxidative oder Schutz vor oxidativem Stress in den Zellen. Das sind so Dinge, die brauchen so ein bisschen länger, bis sie anlaufen. Das ist kein Quick Fix, wo man jetzt von heute auf morgen irgendwie einen Effekt erwarten kann oder sollte. Was by the way ja auch unser ganzes Konzept ist. Also Gesundheit ist ja nichts, was man jetzt irgendwie als Sprint sieht, sondern es ist halt ein Langstreckenmarathon. Es ist das ganze Leben einfach. Und im dritten Monat jedenfalls spielen dann auch so Dinge eine Rolle, die ein bisschen länger brauchen, einfach weil Zellen in den System länger brauchen, um sich zu regenerieren. Das wäre so Immunsystem, Hormonhaushalt und die mentale Leistungsfähigkeit im Sinne, dass man auch, also nicht nur dieses, man ist dann weniger müde, sondern auch Nervensystem und man hat dann wirklich eine langfristige kognitive Stütze, Unterstützung durch AG1. Und langfristige Effekte sind dann aufs Herz-Kreislauf-System, auf die Knochengesundheit, das, wie gesagt, das Nervensystem und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Aber das sind so die Effekte, die wir so am meisten zurückgespielt bekommen und wo wir auch so die meiste Evidenz haben. Einfach, das können wir gesichert sagen. Aber es ist natürlich trotzdem super individuell. Ralf, weißt du noch, wie es bei dir war? Ich weiß, du nimmst halt AG1 schon sehr, sehr lange, aber erinnerst du dich noch an die ersten Monate? Oh, schwierige Frage. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann mich konkret nicht mehr an die ersten Monate erinnern. Was ich aber weiß, ist, dass es mir von Anfang an mein Immunsystem deutlich verbessert hat. Also Immunboost, das hast du vorhin auch kurz erwähnt. Ich war das letzte Mal krank im November 2013. Da hatte ich eine Rippenfellentzündung. Das ist jetzt also seit mehr als 10 Jahre her. Seitdem war ich nicht mehr krank. Und meine Erklärung dafür ist einfach, dass mein Immunsystem bärenstark ist. Und das war vorher nicht der Fall. Das ist also ein Effekt, den ich wirklich spüre. Und da würde ich auch meinen kleinen süßen Arsch für verwetten. Entschuldige, wenn ich das so sage. Dass das ein ganz deutlicher Effekt ist. Es hilft wirklich meinem Immunsystem enorm. Ich habe in der Zeit auch vor einigen Jahren noch Leistungssport getrieben als Crossfitter und war da auch ziemlichen Belastungen ausgesetzt durch fast tägliches Training und so weiter. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass AG1 da einen positiven Effekt hatte, um mich einfach abwehrstark zu halten an der Stelle. Das nächste Thema ist sicherlich Energie. Konzentration hast du vorhin auch besprochen. Das sind so die wesentlichen Punkte. Ich fühle mich ganz einfach gut versorgt drumherum. In der Gesamtheit. Also ich weiß, ich habe ein gutes Fundament an Vitalstoffen, an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, sekundären Pflanzenstoffen. Da fühle ich mich einfach gut versorgt. Total, weil man einfach nicht diese ganzen Gedanken hat, ja, bin ich jetzt gut versorgt und ne, man macht sich halt einfach weniger Sorgen. Das ist natürlich auch ein positiver Effekt, der über halt diese zellulären Effekte der Nährstoffe eben hinausgeht. Ich habe noch folgende Frage. AG1 alleine ist es für mich persönlich zumindest noch nicht. Da kommen noch 2, 3 Dinge dazu. Welche Nahrungsergänzungsmittel sollte ich denn zusätzlich noch nehmen, außer AG1? Also ich glaube, wie bei so einem soliden Haus
ist AG1 das Fundament. Also wir sehen das auch wirklich als Nährstofffundament, aber da drauf kann man natürlich noch beliebig bauen, ja, je nach Budget und je nachdem, was man möchte und braucht. Also ich sag mal so, für uns so in Mitteleuropa ist natürlich Vitamin D, wir hatten es eben kurz angesprochen, ein Riesenthema. Gerade Oktober bis März irgendwie ist natürlich super, super wichtig. Es ist nicht in AG1, weil wir sind eine globale Brand und ich glaube, wenn man in Los Angeles wohnt und sehr, sehr viel draußen ist, braucht man jetzt nicht unbedingt nochmal Vitamin D zu nehmen. Deshalb haben wir uns entschieden, aus diesem und anderen Gründen das nicht reinzunehmen. Aber trotzdem, Vitamin D wäre so ein saisonales oder zyklisches Supplement, was ich selbst auch nehme im Winter und in den Herbstmonaten. Und ansonsten Omega-3 nehme ich auch nochmal separat rein. Ist einfach super, super wichtig. Nicht nur fürs Hirn, sondern auch für die Augen und für ganz, ganz viel anderes. Also insbesondere DHA und EPA, also die essentiellen Omega-3-Fettsäuren, sind da eine sehr, sehr wichtige Sache. Und dann gibt es noch ganz viel anderes. Also es gibt viele, viele Menschen, die Proteinpulver nehmen. Kann man auch machen. Ich nehme auch paar Mal die Woche Proteinpulver. Kreatin wäre sowas, das man auch zyklisch nimmt oft. Das unterstützt dann vor allem so Kraft. Leistung beim Training, kann aber auch mentale oder kognitive Effekte haben. Das sind so ein paar Dinge, die sehr, sehr typisch sind und sehr, sehr oft genommen werden, zusätzlich zu AG1, wo wir auch wissen, das ist so das typische Supplement-Stack, also wirklich AG1 als Fundament und dann so in den typischen Wintermonaten Vitamin D3 dazu, Omega-3-Fettsäuren einfach quasi durchgehend im Stack und dann Protein, Kreatin, so diese typischen Sport- Supplements dann je nachdem, ja, je nach Bedarf nochmal obendrauf. Ja, genau, das entspricht auch ungefähr meiner Empfehlung. Also ich selbst nehme selbstverständlich auch Vitamin D3, hier in unseren Breiten brauchen wir das. Genau. Ich nehme auch Omega-3, um einfach Entzündungsfaktoren runterzuregeln. Omega-6 würde Entzündungsfaktoren raufregeln, Omega-3 regelt sie runter. Wir haben viel zu viel Omega-6 in unserer üblichen Ernährung, also müssen wir da ein bisschen was tun. Und Omega-3 ist da ein ganz wichtiges Supplement. Wenn man das mal misst, was ich mehrfach getan habe, dann stellt man fest, dass man da was tun kann und was tun sollte. Gilt auch für Vitamin D. Damit haben wir mal die zwei Basics und dann... Ganz genau. Dann kommen noch vielleicht spezifische Dinge dazu, wie zum Beispiel ein Eisenpräparat für Frauen, die einen Eisenmangel haben oder Sportler, die was Spezielles nehmen, die, wie du sagst, Kreatin zum Beispiel nehmen oder sonst irgendwas. Das ist alles nötig und sinnvoll für den Einzelfall. Ich nehme auch Proteinpulver, genauso wie du. Also damit ist mal so eine Grundversorgung abgedeckt. Und ich glaube, es gibt einen Grund, warum in AG1 zum Beispiel kein Omega-3 drin ist. Das ist halt eine ölige Substanz, die man schlecht in den Pulver hineinbekommt. Das hat da sicherlich auch ein bisschen technische Gründe. Macht ja Sinn, Dinge nicht zu kombinieren, die nicht zueinander passen. Ich habe noch eine andere Frage. Wie komme ich dran oder wie nutze ich AG1 am besten? Ich bin ein großer Fan des Abos, weil es ohne Risiko ist und einfach günstiger. Was meinst du dazu? Genau, ich bin auch ein totaler Fan von Abo und vor allem bin ich dann ein Fan von Abo, wenn es keine Abo-Fallen sind oder keine nervigen Verträge, aus denen man nicht mehr rauskommt. Und das ist halt, das hat mich zum Beispiel sofort überzeugt, ganz am Anfang. Auch als ich noch nicht bei AG1 gearbeitet habe, ist halt eben, dass es wirklich super flexibel ist. Also ich hatte da auch selbst Monate, wo ich es einfach mal ausgesetzt habe, weil ich dann unterwegs war und in die Region konnte nichts geschickt werden und das war ein spontaner Trip. Und dann habe ich einfach die Lieferfrequenz angepasst und so ist es halt eben auch. Das hören wir ganz, ganz oft, dass Menschen auch sagen, boah, ja, bei einem Abo am Anfang dachte ich, früher hört man oft oder hat man oft gehört von Abo-Fallen, aber nein, du kannst das AG1-Abo jederzeit kündigen. Du kannst es ganz, ganz flexibel anpassen. Du kannst sagen, ich möchte mein AG1 nur alle 60 Tage oder alle, ja, 120, wenn du willst. Du kannst switchen von der Monatspackung auf Travel Packs, wenn du weißt, ich bin irgendwie nächsten Monat viel unterwegs, dann kriegst du halt diese Einmalportion sozusagen im Sachet. Also es ist super, super flexibel. Und der Vorteil von einem Abo ist, du kriegst halt eine echt sehr schöne, wie ich finde, Flasche mit einem schönen Edelstahldeckel. Du kriegst so einen Canister zum Aufbewahren im Kühlschrank, weil das auch eine wichtige Info ist, also dass man AG1 in der Monatspackung, wenn man es einmal geöffnet hat, wirklich in den Kühlschrank tut, damit auch die Stabilität der Nährstoffe gewährleistet ist. Da kriegt man dann eben so einen schönen Aufbewahrungskanister. Und genau, ansonsten, ich glaube, Ralf, du hast auch einen Link dazu.
Ja, klar, den habe ich auch, aber den erzähle ich gleich. Ich wollte vorher noch was anderes bestätigen, zumindest mal. Ich habe das tatsächlich auch ausprobiert. Ich habe AG1 mal abbestellt oder ausgesetzt und das kannst du auf der Webseite, wenn du dich einloggst mit deinem Account, wirklich ohne Wenn und Aber und ohne irgendwelche Rückfragen jederzeit tun. Du kannst sagen, Ende mit Abo oder ich setze aus oder irgendwas. Du bist da an überhaupt nichts gebunden. Und deswegen, wer das nutzen möchte, sollte unbedingt das Abo nehmen, weil er bekommt den Shaker mit dem Edelstahldeckel, er bekommt die Edelstahldose, er bekommt eine Jahresdosis Vitamin D3 und K2 und er bekommt noch eine Handvoll Travel Packs, die er mit auf die Reise nehmen kann. Also, wer das ausprobieren möchte, der bestellt sich das Abo und wenn er es nicht nutzen möchte, geht er einfach in den Account, klickt auf Abo beenden oder Abo aussetzen und ist raus aus der Nummer. Also, ein Risiko steht da wirklich nicht. Und es ist natürlich deutlich günstiger. Also, insofern auf jeden Fall das Abo nutzen, wenn man es ausprobieren möchte. Absolut. Und einen Link habe ich auch, natürlich. Der lautet drinkag1/beste-Version. Drinkag1, also geschrieben drinkag1/beste-Version. Das ist der Link zu der Bestellseite. Du kannst auch auf ralfbohlmann.com/ag1, ag1 gehen und dort findest du verschiedene Artikel, die ich zu dem Thema schon mal gemacht habe. Es gab einen Vergleich mit verschiedenen Produkten, den ich mal aufgestellt habe. Da findest du auch einen Bestelllink, also so kommst du dran. Ja, super. Lieber Jan, haben wir noch was vergessen? Gibt es noch irgendwas, was du von deiner Seite, von AG1-Seite aus uns noch sagen möchtest? Nee, mir fällt tatsächlich gerade nichts ein. Ich meine, Ralf, also wenn du offen dafür bist, wir können auch noch mal eine zweite Session machen und vielleicht Community-Fragen dann sammeln, die wir dann beantworten. Können wir ja noch mal drüber sprechen. Vielleicht in 1, 2, 3 Monaten. Und ansonsten, nee, fällt mir tatsächlich nichts ein. Das ist ein guter Vorschlag. Lass uns das doch machen. Also, hier der Aufruf an meine Hörer. Wenn es Fragen gibt zu AG1, welcher Art auch immer, dann schreibt sie bitte an ralf@barefootway.de, ralf@barefootway.de, kleine E-Mail. Dann werde ich sie dem Jan nochmal stellen. Dann machen wir nochmal eine zweite Folge und beantworten deine oder eure Fragen. Eine Sache fällt mir jetzt tatsächlich noch ein. Ich habe Leuten hören, irgendwo so in der Gerüchteküche, dass ihr eure Formulierung schon wieder erweitert, umstellt oder verbessert. Und zwar in Richtung Kölner Liste, also das ist ein Anti-Doping-Zertifikat aus Deutschland, glaube ich. Da kommt also tatsächlich doch noch mal was Neues von euch oder eine neue Formulierung, richtig? Also dann plaudere ich noch am Ende vielleicht kurz aus dem Nähkästchen. Also wir sind gerade wirklich drauf und dran, an der Formulierung nochmal zu feilen, sind auch drauf und dran, die dann auf die Kölner Liste zu bringen. Das ist sozusagen das wichtigste Zertifikat im Spitzensport, im deutschsprachigen Raum. Sind wir auch sehr stolz drauf. Ist sozusagen das Äquivalent zur NSF-Zertifizierung, die ich eben schon angesprochen hatte in den USA. Noch ein bisschen strenger, wie man das kennt von Deutschen. Da freuen wir uns auch sehr drauf. Und ja, ansonsten, das sind so die Big News, die dann kommen und vielleicht dann in der nächsten Aufzeichnung ein bisschen mehr dazu. Sehr gern, so machen wir das. Also, liebe Hörer, Fragen zu AG1 bitte an ralf@barefootway.de. Die stellen wir dann demnächst dem Jan rein in einer weiteren Folge. Und zum Ausprobieren geht ihr auf den Link drinkag1/beste-Version oder auf ralfbohlmann.com/ag1 für AG1. Die Links findet ihr natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Bleibt mir noch, mich bei dir zu bedanken, lieber Jan, für die Aufnahme und vielleicht hören wir uns nochmal. Sehr, sehr gerne. Super. Hat mich gefreut. Danke.